Herzlich willkommen, eure Freunde. Im letzten Part haben wir Chess, Princeton und Jaden Yuki besiegt. Ja, das war sehr, sehr schwer auf jeden Fall, ne? Nee, das war kein Ding für uns. Und jetzt geht es halt weiter mit der Story. Und zwar spielen wir heute die Kampagne weiter, natürlich wie immer. Und zwar Weltuntergangsduell. Oh mein Gott, ist das etwa der nächste Schattenreiter? Kanzler Shepard, der Verwaltungschef von der Duel Akademie, ruft Jaden, Bastion, Alexis, Chase, Dr. Quoller, Professor Banner und Zane in sein Büro. Er wollte sie über die Schattenreiter warnen und die Kraft der drei heiligen Ungeheuer Karten. Drei heiligen was Karten? Heilige Ungeheuerkarten. Durch ihre immense Kraft und ihre enorme Macht wurden sie in der Akademie versteckt. Siehst du, diese Akademie wurde gebaut, um die heiligen Ungeheuerkarten zu schützen. Sie würden tief unter der Erde vergraben, um ihre Kräfte sicher wegzuversiegeln. Die Legende sagt, wenn diese Karten je das Licht der Welt erblicken, werden schreckliche Dinge passieren. Unsere Welt wird nicht mehr sein. So. Nicht mehr? Das ist, warum die sieben von euch hier seid. Um diese drei Karten von den Bösen zu schützen. Die Bösen? Das ist richtig. Sieben Duellanten bekannt als die Schattenreiter, die diese Karten begehren. Okay. Ich habe von diesen Schattenreiter gehört. Sie sind kein Witz. Ihr müsst vorsichtig sein. Okay. Also, wie können wir diese Karten beschützen? Durch den Schutz der sieben Spirit Gates. Um an die Karten zu kommen, muss man diese Gates entriegeln. Okay, entriegeln ist ja... Ne? Um sie freizuschalten, muss man die sieben Schlüssel... Doch, habe ich nicht gelesen. die sieben Schlüssel für den sieben Gates bekommen. Das ist, wie wir die Karten beschützen. Durch den Schutz der Schlüssel. Und hier sind sie. Einer für jeden von euch zu bewahren. Kinder, das ist eine wichtige Aufgabe. Auch für mich. Wir halten die Schlüssel. Macht das uns nicht zum Ziel? Das ist wahr. Mit diesen Schlüsseln werden die Schattenreiter euch suchen. Ah, und suchen. Du meinst uns ausschalten? Nur in einem Duell. Glücklicherweise für uns können die Schlüssel nicht einfach gestohlen werden. Ein Antik-Edikt befiehlt, dass die Schlüssel in einem Duell gewonnen werden müssen. Und so habe ich unsere sieben Schulbesten diese Herausforderung gegeben, um den guten Kampf zu kämpfen. Später am Abend wurden Jaden und Alexis zu einem Vulkan transportiert, wo sie zum ersten Mal Schattenreiter begegneten. Wo sind wir? In einem sehr seltsamen Traum. Oder Albtraum? Hahaha, nichts davon. Was geht? Meinst du etwa, dass du das nicht weißt? Nenn mich ein langsamer Lerner. Nenn mich Nike Trout. Ich bin derjenige, der diesen Schlüssel, der um deinen Hals ist, nimmt. Wow, ihr Typen verschwendet nicht viel Zeit, nicht wahr? Ich werde den Schlüssel bekommen. Ich werde ihn jetzt bekommen. Ach ja, nur um sicher zu gehen, brachte ich Freunde. Was soll das bedeuten? Sag Hallo zu Cyrus und Shamli. Sieht aus, als würden sie sich in heißem Wasser befinden. Oder vielleicht sollte ich heiße, geschmolzene Lava sagen. Aber dann, das ist die Natur eines Schattenspiels, Schlüsselreiter. Ein Schattenspiel? Hör zu, duelliere mich einfach, aber lass sie gehen. Ich glaube nicht, ich brauche sie, um ein schnelles Spiel zu gewährleisten. Nach allem. Sie sind in einer Schutzkugel. Sagen wir einfach, dass es nicht gerade für die Ewigkeit gebaut ist. Oh, und ich habe Angst, dass da noch mehr ist. Deine Seele steht auf dem Spiel, die in dieser Karte versiegelt wird. Wenn du verlieren solltest. Natürlich, wenn ich verliere, dann wird meine Seele verschlossen werden. Aber hey, seien wir ehrlich zu uns selbst. Ich verliere? Auf keinen Fall. Nun sollen wir... Du kannst nicht damit einverstanden sein. Sag das zu Cyrus und Chun-Li. Die sind dabei mit... Meatballs in einem Lava-Eintopf zu werden. Sie sind meine Freunde und ich werde es nicht zulassen, dass das mit ihnen geschehen wird. Oder uns. Außerdem ist es nicht, als ob das ist mein erstes Schattenspiel. Hallo. Ist es nicht so, als ob das ist mein erstes Schattenspiel ist? Ich hoffe nur, dass es nicht so schlimm wehtut wie das andere. Also das Deutsche ist echt Katastrophe. Okay, Kumpel, du willst dich duellieren? Du bekommst es. Lass es uns tun. Mach dich spielbereit. Okay. Dann... Na, sind wir schon beim zweiten Schattenreiter. Der erste war halt schon dieser Titan. Glaube ich, oder? Ich glaube schon. Aber der zählte zum ersten. Das ist der zweite. Da spielt ein zweiter.
und werde Erster. Jen Yuki, yeah. Mal gucken. Ja, er hat ein anderes Deck. Oh, cool. Cool, cool, cool. So, eben die gucken hier. Ja, Templest haben wir. Okay, cool. Cool, cool, cool. So, Spiegelkraft. Dann machen wir mal Stille des Verhängnis. Und den im Verteidigungsmodus. Perfekt. White Hat ist echt hart. Hart im Nehmen, sage ich immer. Kunst der Beschwörung. Okay, oh Gott. Was heißt das jetzt? Ja, geil. Scheiße, scheiße. Nee, hallo. Aufhören. Aua. Das tut echt weh. Ach, scheiße, ey. Als ob ich keine Fallenkarten aktivieren konnte. Das ist nicht ganz so cool. Ah, cool. Nice. Umso cooler ist das jetzt hier. Tada. Und? Was heißt das, Leute? Wir machen eine Pulli. Eine Fusion. Mir fiel der Name nicht ein. Tut mir leid. Polymerisation. Das ist aber auch ein schrecklicher Name, ne? Eigentlich haben sie im Anime immer nur Fusion gesagt. Setz meine Fusionskarte ein. Okay. Und dann holen wir auch noch meinen Sparkman hier. Ja. Und greifen jetzt ihn erstmal an. Komm. Sein Rotäugiger weg. Und du kannst ja nochmal angreifen. Ich weiß. Tada. Nochmal kannst du, glaube ich, nicht. Nee, kannst du nicht. Schade. Und ja, dann beende ich mal meinen Zug. Ah, sieht eigentlich schon wieder gut für uns aus. Ne, kann sich natürlich schnell ändern. Hoffe ich aber mal nicht. Sparkman. Noch ein Sparkman, ey. Was will ich mit dem? Mann, 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 Mann. Okay, Angriff. Mache ich wieder mit dem hier. So. Oh, Tomate schieren. Holst du niemanden wieder? Okay. Was bist du denn für eine Tomate? Tomato, ja. Traumato. Wir sind hier nicht im Pokémon, ja? 2000, das ist gut. Sehr gut. Zu ändern. Perfekt, perfekt, perfekt. Dann haben wir ja eigentlich gewonnen, oder? Also ich würde schon behaupten, dass wir jetzt gewonnen haben. Ich weiß auch nicht wieso. Aber irgendwie haben die keine guten Karten. Hier in GX. Da war in Yu-Gi-Oh! Mehr Herausforderungen. Das muss ich aber sagen. Das ist es. Sais, Shamli. Jane stürzte zu Boden, als jeder andere außerhalb des Vulkans transportiert wurde. Wir sind lebendig. Was zum... Er tat es. Jane hat es geschafft. Yeah. Aber wo ist Jaden? Schau dort. Jaden, wacht auf. Er bewegt sich nicht. Komm schon, Jay. Sei, es geht ihm gut. Müde vielleicht, aber wer könnte es ihm verdenken? Ich nicht, ich bin müde und ich habe nichts getan. Er ist in Ordnung, das ist mehr, als ich über Nightsprout sagen kann. Alexis bemerkte einen anderen Körper in der Ferne liegen. Alexis? Das kann nicht sein. Er ist es. Ich dachte, ich hätte ihn verloren, aber er ist zurück. Er ist endlich zurück. Mein Bruder ist wieder da. Die Karte nahm die Dunkelheit weg, die ihn hielt. Oh, oh, cool. Leute. Wir haben rotäugiger finsterner Drache bekommen. Geil. Das ist echt cool. Dankeschön. Ne? Weiter. Oh, huhu, das fällt der Schreie. Der zweite Schattenreiter. Ach. Kamula besiegt. Ach so, dann war der erste Titan doch kein Schattenreiter. Okay. Besiegte Dr. Caller und Zane, nahm sowohl ihren Spirit-Schlüssel und schloss ihre Seelen in Puppen. Es war an Jaden ein Ende zu ihrem Wahnsinn zu setzen. In Ordnung, Kamula. Ich bin hier für meine Freundesseelen. Und ich werde nicht gehen, bevor ich sie habe. Um herrlich zu sein, Liebchen. Du wirst hier nie wieder. Okay. Speicher ist knapp. Okay, dann muss ich mal eben das hier schnell überspringen. Tut mir leid. Ja. Müssen wir leider schnell machen, weil Speicher... Und sonst im Notfall kann ich die zwei Duelle auch nochmal nachmachen. Falls der Part jetzt hier wirklich nicht kommt.
Ich versuche jetzt einfach schnell zu sein. So. Weil die Nachricht habe ich tatsächlich noch nie bekommen, dass der Speicher zu knapp ist. Kacke, kacke. Okay. Spiegelkraft. So. Und zu ändern. Ja, komm, komm, komm. Vampir-Lady, okay. Effektakt. Ja, mache ich einfach mal eben. So, weg damit. Weil ich muss da jetzt ein bisschen hier Schnelli machen, ne? Schnelli Pupelli. So ist das Leben halt. Oh, nicht noch ein Clayman. Oh, Mann, 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 Mann. Schade, schade, schade. Vor allem, dann habe ich... Oh, fehlt mir nur noch eine Woche. Yeah! Yeah, yeah, yeah. Oh, noch eine Vampir-Lady. Ach, die ist zurückgekommen, okay. Und ein Vampir-Zauberer. Interessant auf jeden Fall. Interessant. So, genau, nochmal ein bisschen Schaden. Perfekt. Und... Boah, leckt es. Es leckt echt. Es leckt ein bisschen zu sehr. Ja, noch ein weiterer Grund, hier schnell fertig zu werden. Komm, mach bitte... Oh Gott, hallo Spiel. Ich habe doch nichts offen. Ich habe nichts offen. Also, regeneriere dich bitte. Oh, Alter. Alter. Warte. So. Was haben wir offen? Das hier mache ich mal zu. Und die Benachrichtigung. Möchte ich eigentlich mal eben wegmachen, aber... So, weg damit. So, geht's jetzt besser? Nee, Leute. Ich sag dann einfach, ich beende den Part, weil der Speicher ist eh knapp. Hab nicht mal viel Platz. Na, ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Wir sehen uns im nächsten Part wieder, wenn es heißt, wir kämpfen gegen Kamulo. Kamulo, Kamula. Bis dann, euer Kameto und ciao.